Wir inkarnieren auf dem Planeten Erde, nicht um etwas von der Welt zu bekommen, sondern um unsere Gaben freizusetzen, die Talente, die Fähigkeiten und die Kräfte, die in uns sind. Während wir bewusster werden, entdecken wir, dass die Lebenskraft oder Lebenspräsenz danach strebt, sich in uns bewusst zu werden, entsprechend des einzigartigen Musters von ihr, das wir in uns tragen. Dieses einzigartige Muster ist unsere Gabe. Selbsterkenntnis ist es, worum es hier geht. Wir wollen entdecken, wer wir wirklich sind. Wir wollen diese Bewusstheit haben und wir wollen die Erfahrung machen, sie vollständig zum Leben zu erwecken. Bewusstsein ist die Gabe. Die Fähigkeit, sich seiner selbst bewusst zu sein und etwas ändern zu können. In jedem Moment der zu sein, der man wirklich ist. Und jederzeit die Wahl zu haben. Das ist die Gabe. Meine Gabe ist es, andere Menschen glücklich zu machen. Wissen Sie, das Leben selbst ist eine Gabe, ein Geschenk. Daher müssen wir die Gabe, die uns das Leben anbietet, auspacken und entdecken, was wirklich in uns ist. Verstehen Sie? Die Gabe ist das alles verbindende Prinzip des Lebens. Und das Leben ist ein Geschenk. Uns werden Ideen geschenkt. Uns wird Energie geschenkt. Die Frage ist, wie weit wir uns selbst erlauben, das anzunehmen. Wie weit nehmen wir an der Gabe Anteil, die uns gegeben ist? Das Universum hat einen Fluss, es hat eine Energie. Und wenn Sie sich selbst erlauben, sich dessen bewusst, sich dessen gegenwärtig zu werden oder die Schwingungen zu spüren, die da sind, können Sie Entscheidungen treffen, die Sie wirklich machtvoll durch Ihr Leben leiten werden. Dann sehe ich, dass ich die Gedanken wählen kann, die mich dorthin führen, wo ich sein will. Ich kann die Gedanken wählen, die meine Träume unterstützen, die mich und meine Familie und die Menschheit aufbauen. Dann werde ich in meinem Denken bewusst. Auf einmal entdecken Sie, dass Sie keine Grenzen haben, dass Sie im wortwörtlichen Sinne mit allem verbunden sind. Der ultimative Erzeuger ist der menschliche Geist oder das Bewusstsein. Man sieht also, um äußerliche Dinge zu ändern, muss man erst die eigenen Gewohnheiten ändern. In jeder Erfahrung ist ein Geschenk verborgen. Wenn du nach dem Guten suchst, wenn du wirklich nach dem Guten suchst, ich bin empfänglich für mehr Gutes, als ich mir jemals für mein Leben hätte vorstellen können. Und ich bilde mir nicht ein, zu wissen, was dieses Gute ist. Und sie wissen, wenn es passiert. Es ist eine vollkommene Lektion, ausgedacht vom größten Genie und perfekt bis ins kleinste Detail. Du weißt nie, was das Licht für dich bereithält. Du weißt nie, wie diese Höchststufe aussieht, weil es keine Höchststufe gibt. Es geht einfach immer weiter nach oben, höher und höher und höher. Und ich glaube, das ist der Ursprung der Genialität. Wir sollten diejenige Person normal nennen, die jeden Morgen mit glänzenden Augen aufwacht und jeden Tag als Geschenk sieht, die das lebt, was ihr wirklich wichtig ist und die es sich zur Aufgabe macht, darin immer besser zu werden, die ein Leben führt, das ein Geschenk an die Welt ist, eine Person, die Menschen jeder Herkunft und Überzeugung mit Respekt und Wärme begegnet. Die Zukunft, gut oder schlecht, hängt vollständig von unserem gegenwärtigen Verhalten ab. Unseren gegenwärtigen Taten.